Das ist extremer Luxus. Unser Schwimmbad ist wirklich grandios. Und dann oben über den Dächern. Und ich komme mir immer vor wie eine Königin, wenn ich rausgucke und ich bin die Königin von München. Gerlind wohnt im Arabella-Haus. Seit 17 Jahren. So was gibt es in ganz Deutschland nicht. Dieser unglaubliche Luxus, den wir haben, das ist so außergewöhnlich. Und das ist natürlich schon ein Privileg, wenn man hier wohnt. Wer einmal hier gewohnt hat, der ist verdorben für jede normale Wohnung. Neben den Mietwohnungen befindet sich im Arabella-Haus auch ein Hotel. Die Lobby ist das Reich von Concierge Khalid. Ja, ich weiß, das ist ein Koffer und ein. Khalid arbeitet seit über 20 Jahren hier. Für Hotelgäste hat er bereits Autos verschifft oder einen Falken organisiert. Was ich über alles schätze und liebe, ist die Atmosphäre hier in diesem Haus. Wenn man überlegt, dass wir haben viele Leute hier, die seit über 40 Jahren im Haus wohnen. Unser Haus hat 500 Wohnungen und 446 Zimmer plus die ganzen Geschäfte. Es ist eigentlich, manche Dörfer sind viel kleiner als das Haus hier. Gerlind lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im 8. Stock. Sie hat in Hannover Musik studiert und als Opernsängerin in Augsburg gearbeitet. Dann zog die Mutter von drei Söhnen um. Hier kam ich ins Nichts erst einmal. Ich kannte ja keinen Menschen. Das war immer meine Sehnsucht, dieses München. Das war immer. Ich bin immer ein Stückchen weiter runtergegangen und dann bin ich endlich hier gelandet. Als Sängerin liebt sie die Abwechslung. Großevents wie etwa die Sicherheitskonferenz beobachtet sie vom Balkon. Da setze ich mich dann warm angezogen, weil ja diese Sicherheitskonferenzen immer im Februar sind. Und dann kamen die anderen schwarzen Autos. Und da war dann der Biden dabei. Und der Clinton hat dann hier mal gewohnt. Und das war alles so. Ist schon, schon was Sensationelles, finde ich. Ich finde es überaus spannend. Das hat man eben in einer normalen Wohnung ja nicht so. Ne? Mieter und Hotelgäste kommen aus der ganzen Welt. Eine große Tafel erinnert daran, woher sich der Name Arabella ableitet. Von einer Oper von Richard Strauss. Auf dieser Wiese ließ Josef Schörkuber vor einem halben Jahrhundert das Arabella-Haus errichten. Der Bauunternehmer wollte das erste sogenannte Boardinghaus nach amerikanischem Vorbild schaffen. Alles sollte in einem Haus untergebracht sein. Wohnungen, Hotel, Geschäfte. Erste Mieter zogen 1969 ein. Das Hotel wurde zu den Olympischen Spielen 1972 eröffnet. Eine Stadt in der Stadt. Auch Lara begeistert sich für dieses spezielle Wohnkonzept. Immer donnerstags zieht es die 21-Jährige auf den angrenzenden Rosenkavalierplatz. Ein Kino, Cafés und den Wochenmarkt hat sie vor der Haustür. Die Studentin der Kommunikationswissenschaften lebt bereits 2 Jahre hier. Okay, und die sind aus Deutschland oder wo? Die sind aus Italien. Ja, am Anfang ist es dann schon ein bisschen anonymer, weil eben auch dieser Hotelcharakter da ist. Und das hat dann schon ein bisschen Einfluss, dass du denkst, okay, bin ich jetzt irgendwie kurz beim Urlaub oder so und kann man hier überhaupt Freundschaften schließen? Aber wenn man dann im Aufzug ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommt, merkt man schon, dass es sehr familiär ist. Ich habe auch nie gedacht, dass ich mich in einem Hochhaus wohlfühlen würde. Weil ich habe immer auch eher in Häusern gewohnt oder dann in kleineren Häusern in der Wohnung. Aber es hat wirklich funktioniert. Also ich fühle mich jetzt auch hier wohl und möchte es gar nicht mehr missen. Wenn ich dann Leute im Aufzug treffe, sind es zu 80% eher ältere Menschen. Aber es ist auch generationsübergreifend, kann man hier Freundschaften schließen. Und ich habe auch viele ältere Damen, die ich wirklich zu meinen Freundinnen zählen würde, weil es einfach so herzlich ist und weil man eben hier doch irgendwie zusammen wohnt. Deswegen wir so ein Miteinander einfach haben. Bei schönem Wetter trifft sich Gerlind mit ihren Freundinnen Lisa und Evelyn gleich unten am Rosenkavalierplatz. Wichtige Ereignisse im Haus werden ausgiebig besprochen. Derzeit gibt es ein Dauerthema. Dem in die Jahre gekommenen Arabella-Haus steht der Abriss bevor.
für jeden ein herber Schlag, für alle. Ich meine, für die Jüngeren ist es nicht so tragisch, die vielleicht dann sowieso weg wollen. Aber bei uns ist es wirklich eine Katastrophe. Man nimmt dir dein Zuhause weg, man reißt es ab. Es ist brutal. Naja, vielleicht wird es doch noch ein bisschen länger dauern, wenn sie es noch abreißen müssen. Oder, aber das liegt nicht in unserer Hand und das, die hören nicht auf unsere Wünsche. Das hat andere Gründe. Ne? Ja. Geplant ist ein Neubau nach altem Vorbild. Das Arabella-Haus ist längst eine Legende. Is this the real life? Is this just fantasy? In unserem Hotel, auch ganz früher, mit unseren ganzen Künstlern, die hier gearbeitet haben, in unserem Musicland-Studios. Freddie Mercury war hier, ging rein und raus. Rolling Stones haben hier auf was aufgenommen. Reinhold Mack haben die Studios gehört, die er wiederum von Giorgio Moroder übernommen hatte. Von 1971 bis 1992 hat der Toningenieur hier produziert. Nach Jahrzehnten schaut er sich wieder um und ist über den Zustand nicht erfreut. Das waren gute 80.000, um das alles in Originalzustand zu versetzen, und gemacht ist überhaupt nichts. So sah es hier einst aus. Die Künstler hatten höchste Ansprüche. Nichts ist heute mehr davon übrig. Ich habe noch gefunden einen Kalender, wo ich tatsächlich jeden Tag 24 Stunden hier war. Ich habe nachts war es David Bowie und tagsüber war es Led Zeppelin, die aber natürlich auch nur nachts arbeiten wollten. Also das war ziemlich am Wahnsinn. Ich meine, es wurde nicht dauernd gearbeitet, es wurde auch gesoffen und gehurt und was sonst alles. Da haben sich alle Inspirationen geholt. Siehste? Freddy kommt rein und sagt, Darling, what are you doing here? Da habe ich gesagt, naja, ich dachte, ich soll vielleicht mit euch was machen. Ich sagte, ja, maybe, maybe not. Aber ihr habt doch hier diese tollen Biergärten und diesen Chinesentor. Da gehen wir jetzt hin. Und Freddy hat sich bei mir eingehakt. Ballerinas, Schuhe, so ein Hawaii-Hemd und es war voll. Und ich habe immer geguckt, kennt mich da einer, kennt mich da einer. Und dieser bunt gefiederte Herr neben mir. Aber, und dann, das wäre ja gar nicht schlimm gewesen, aber hinterher der Tross von den wichtigen Leuten. Und dann haben wir halt ein paar Maß getrunken, müssen wir wieder zurück. Und long story short wieder, aus diesen Dingen ist innerhalb 6 Stunden war Crazy Little Thing Called Love fertig. Und dann war wieder so eine Arbeitssituation. Ich habe halt so mit Schleifen und Loops und wie man heute sagt, gebastelt, wurde Another One Bites the Dust raus. Auch wieder Nummer 1. Ich glaube, wenn das Haus, dieses Haus, ganz ehrlich, wenn das eine Frau wäre, dann hätte ich schon geheiratet. Ist das so schlimm? Das finde ich eben schön. Echt, ich liebe dieses Haus.